Wir machen heute mal ein bisschen Smalltalk zu Monster Hunter Now und es war schön gechillt. Ich habe mal geschaut, das letzte Video ist vom 1.2. gewesen, also knapp 3 Wochen ist es her. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, da sag mal, spielt der MB überhaupt noch? Da kommt da gar kein Content mehr. Also ich wurde das jetzt nicht gefragt, also anscheinend ist die Sorge darüber unbegründet. Aber ich finde, 3 Wochen fast kein einziges Video mehr zu Monster Hunter Now zu bringen, ist schon aufwendig. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen drüber sprechen und über die zukünftigen Dinge. Deswegen ist hier ein Spoiler. Ich habe wieder ein paar Datamines gefunden. Die sind richtig geil. Da werden wir uns dann gleich auslassen. Aber erstmal, wie geht's mir denn jetzt aktuell mit Monster Hunter Now? Also ich spiele fast gar nicht mehr. Ich mache noch meine Runden. Das hat man letzte Folge auch schon drüber gesprochen. Und ich habe gemerkt, so seit dem doch sehr guten Event mit Rosa Ratian. Es war zwar kein neues geiles Event, weil wir hatten ja jetzt Rosa Ratian schon wirklich sehr, sehr lange. Und da merke ich, hey, die Events wiederholen sich für meinen Geschmack zu schnell, ohne dass da wirklich was Neues passiert. Weil ich bin übersättigt von diesen Eventmonstern. Den Zinnoger auf Stufe 8 kannst du eh nicht solo legen. Aktuell zumindest noch nicht, da bin ich noch dran. Also ich habe noch Ziele, die ich verfolge, wie zum Beispiel die Legianerwaffe auf 10-4 zu kriegen und dann mal gucken, ob der Zinnogre sich nicht doch irgendwie solo legen lässt. Da wollte ich ein Video machen, aber dadurch, dass ich jetzt gar keine Motivation mehr habe rauszugehen, fehlen mir die roten Wyvern-Gen-Shards und auch ein bisschen Kohle. Und ehe ich das erreicht habe, ist wahrscheinlich schon Anfang März. Und jetzt einen Monat kein Video zu machen, ich weiß nicht. Da fühle ich mich dann doch ein bisschen schlecht. Aber so ist es halt. Also mir fehlt komplett die Motivation. Es gibt einfach nichts mehr zu tun. Und das ist halt schon krass. Weil wenn ich das mal mit anderen AR-Games vergleiche. Ich habe ja angefangen mit Pokémon Go damals. Das hat mich 3 ganze Jahre unterhalten. 3 Jahre, das ist richtig viel für ein Spiel, gerade für ein Handygame. Und da habe ich erst nach 3 Jahren gemerkt, okay, jetzt wiederholen sich so langsam die Events. Die C-Days, jetzt kommen alte C-Day-Pokémon zurück. Es sind die gleichen Pokémon, Monat für Monat immer dasselbe. Es gibt einmal im Jahr so ein Pokémon-Go-Fest. Eigentlich reicht es aus, das mitzunehmen und dann hast du alles. Und dann hast du immer dasselbe Valentins-Event, immer dasselbe Halloween-Event. Es wiederholen sich einfach dort die Dinge immer wieder. Und vor allem, was das Schlimme bei Pokémon ist, auch immer mit denselben Pokémon. Da hilft es nichts, wenn mal ein Pokémon im Jahr dazukommt, was jetzt mal in Shiny released wird. Übertrieben gesagt. Also es catcht mich nicht mehr. Dann sind es auch von den Raids immer dieselben. Ja, das ist halt, und irgendwann bist du halt raus und sagst dir, okay, jetzt hast du halt Level 40 erreicht, 50 brauchst du nicht, das ist nur so ein eigenes Ziel, habe ich, also das war nie mein Anspruch, weil da hätte ich die besten Kumpel hochstufen müssen. Naja, reden wir nicht über Pokémon Go, auf jeden Fall, damit hat es angefangen und da war ich dann übersättigt nach 3 Jahren. Dann kam Witcher Monster Slayer, das habe ich, glaube ich, 1 Jahr gezockt und dann ist es in den Erdboden gestampft worden, weil da einfach kein Content mehr kam. Auch dort habe ich gemerkt, es ist immer derselbe Content. Es hat einfach nicht mehr gereicht, jede 2 Wochen ein neues Monster rauszuhauen. Wenn das Max-Level-Cap immer dasselbe ist, wenn das Belohnsystem immer dasselbe Schlechte ist wie vorher und die haben es ja auch wirklich verschlechtert. Nach jedem Update wurde es einfach verschlechtert und die hatten so gut angefangen, dass keiner mehr Bock hatte, das Ding zu spielen. Und es gab auch keine coolen Ingame-Preise. Ich glaube, die haben den Fehler gemacht, und das ist ganz gefährlich, was ich sage. Die hatten den Fehler gemacht, dass man sich alles sehr easy erspielen konnte an Ingame-Währung. Die haben schlicht und einfach nichts verdient. Ich würde sagen, also ich habe jetzt keine belegte Quelle, aber ich bin jemand, der möchte gerne für so ein Game zahlen und die haben das aber so einfach gemacht, dass man nichts bezahlen musste. Und das fand ich halt krass, mutig und hat sich im Endeffekt gar nicht ausgezahlt. Also für all diejenigen, die jetzt meckern, dass das bei Monster Hunter anders ist, es scheint aber so besser zu funktionieren, weil ohne Geld läuft eben einfach nichts. Das darf man immer nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, wenn da ein paar meckern, dann sollen die einfach die Meckern gar nicht spielen. Die anderen finanzieren das Spiel und gut ist. Und das ist so meine Erfahrung mit alten Spielen. Und da war ich auch zwar traurig, dass Monster Slayer es nicht mehr geschafft hat, weil keiner mehr da Interesse hatte. Aber ich habe es trotzdem 1 Jahr gespielt, bis auch da die Luft raus war. Ich spiele jetzt noch Jurassic World Alive, mittlerweile auch über 1 Jahr. Auch da wiederholen sich die Dinge, aber es ist so ein endlos Grind, dass es dort immer wieder Bock macht, sich einzuloggen.
Also da sehe ich mich momentan eher. Vielleicht wird Jurassic World Alive die Spitze bei Pokémon ablösen. Aber warum erzählt das jetzt eigentlich? Wir reden ja eigentlich über Monster Hunter Now. Weil ich merke, ich bin nach 3-4 Monaten jetzt schon an dem Punkt, wo ich übersättigt bin und einfach nichts mehr da ist, was mich interessiert. Das ist krass. Das hat bisher noch kein Spiel geschafft. Ich weiß, wir sind am Anfang. Es ist Cortonons geboten. Aber hier muss das Aber kommen. Man weiß ja mittlerweile, aufgrund der anderen Spiele, die ja schon die ins Leben gerufen wurden und jetzt noch immer existieren, weiß man ja, was eigentlich gut ist für so ein Spiel. Da kann keiner kommen und sagen, naja, es ist ja der Anfang. Man kann auch bei Release eines Spieles schon alle Features mit reinbauen, dass man einfach richtig viel zu tun hat und diese Features dann verbessern. Aber Monster Hunter Now fährt eben die Strategie, wir fangen einfach an und machen einfach so alle 3 Monate, haben sie ja offiziell angekündigt, irgendein mega großes Update. Ob die jetzt ausreichen, das ist auch wieder spannend. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt... Ich bin jetzt bei Max Level 200. Und ich habe fast alle Waffen, die ich brauche, an Elementen auf 10.4. 10.5 mache ich sowieso nicht. Hat gar keinen Sinn. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Und selbst wenn jetzt sowas kommt wie ein Korallen-Puke-Puke oder ein Mizuzun oder ein Drachenältester, selbst da frage ich mich, würde ich dann... reizt mich das jetzt nochmal... so 500 Monster, neue Monster zu besiegen, um mir eine Waffe herzustellen, mit der ich ja eh nicht besser bin als jetzt. Das muss ja schon so ein großer Unterschied sein. Bei der Wasserwaffe von Puke kann ich es mir schon vorstellen, dass ich damit dann vielleicht einen neuner, keine Ahnung, Andernat besiegen kann, den ich jetzt mit der jetzigen Wasserwaffe nicht schaffe. Dann wäre es ein Grund zu farmen, aber bei allen anderen denke ich mir, da müsste ich jetzt wieder einen Monat zocken. Für das, was ich ja eh schon besitze. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist so, diese Dinge gehen gerade bei mir im Kopf durch und ich sehe einfach nicht, warum ich jetzt rausgehen sollte, um irgendetwas nochmal zu spielen. Gestern zum Beispiel, ich bin gestern am Sonntag auch rausgegangen in der Hoffnung, dass ich wieder Lust bekomme. Und ich habe eine halbe Stunde gespielt und in der halben Stunde habe ich mich gefragt, Mensch, wieso mache ich denn das jetzt hier eigentlich? Das Einzige, was ich brauche, sind diese roten Wyvern-Shards. Und jetzt habe ich in einer halben Stunde so 2-3 Achtermonster gefunden. Schon demotivierend. Also gehe ich dann doch lieber wieder nach Hause. Das ist so meine Stimmungslage. Und ich öffne das Handy und mache das eher davon abhängig, sind jetzt so 6, 7, 8 Achtermonster draußen, dass sich die Runde zumindest lohnt, eine halbe Stunde oder eine Stunde mal rauszugehen. Und wenn ich schon sehe, die Monster haben auch so eine Entfernung zueinander, dass ich so 5 Minuten laufen muss von einem Monster zum anderen, auch übertrieben natürlich gesagt, dann habe ich auch schon keinen Bock mehr rauszugehen. Dann bleibe ich lieber zu Hause und spiele irgendwas anderes. Oder mach halt hier von zu Hause. Ich habe mir jetzt wieder ein Monatsabo geholt von Jurassic World, weil ich das viel lieber zocke als Monster Hunter. Das ist krass. So, jetzt habe ich so viel, das ist erstmal meine Stimmungslage und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass dann der März, wir haben es jetzt 12.38 Uhr am 19., hier unten steht's, dass der März mit den Updates irgendwas Geiles rausgehauen, also wirklich nicht nur neue Monster. Wenn jetzt nur neue Monster kommen, bin ich raus. Dann spiele ich auch kein Monster Hunter Now erstmal weiter. Ich brauche das hier, ich brauche Dekoration. Wenn das nicht kommt, ist das Spiel für mich erstmal gestorben und dann lege ich das auch erstmal beiseite und wird es trotzdem weiter verfolgen. So, jetzt hat hier jemand sich die Mühe gemacht. Natürlich auch hier wieder, gibt keine Garantie, dass die Dinge, die er gefunden hat, es ins Spiel schaffen. Das wissen wir, es ist ja immer so bei diesen ganzen Leaks. Ja, ich wurde beim letzten Mal auch schon gefragt, naja, aber ist doch sinnlos, da eine Folge zu machen. Wir sehen doch sowieso im März, was kommt. Nee. Keine Ahnung, wie du darauf kommst, aber Leaks sind bei sehr vielen Menschen das Nonplusultra. Natürlich muss man sich nicht leaken lassen, weil das ja immer so eine Sache ist. Aber allein für mich, der so ein bisschen auch Content-Creator ist, ist doch das ein gefundenes Fressen. Also über Sachen zu reden, die eventuell kommen, die ja im Code entdeckt wurden, das ist doch eine spannende Info. Das ist doch super spannend, weil in den Leaks sind ja auch manchmal Dinge drin, die ja noch nicht beim nächsten Update kommen.
Das heißt, wir sehen jetzt schon, was man zumindest vorhat zu veröffentlichen und können darüber reden, ob das Ganze Sinn macht, ob das eine gewisse Vorfreude auslöst. Dafür ist ja ein Leak schon ganz gut. Problem ist, dass Leaks halt Leaks sind. Das heißt, zuverlässig ist da gar nichts. Aber hier hat sich jemand die Mühe gemacht und das so schön aufgelistet. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das hier alles erstunken und erlogen ist, ist ja mal auch gegen Null, behaupte ich mal. Und wenn ich jetzt hier mal mir so angucke, Dekoration, es wäre schön, wenn die es ins Spiel schaffen. Naja, Entschuldigung, ist der Hals wieder ein bisschen heiser. Es gibt anscheinend verschiedene Raritätenstufen bis 3, also 1, 2, 3. Dann haben wir hier eine Juwelenliste. Und das erste, was ich gemacht habe, ist zu gucken, ist denn hier irgendwo Dragon mit dabei? Weil ich sehe, hier ist Attack-Juwel, dann Gegengift, Backstep. Was ist ein Backstep? Backattack? Achso, Angriff von hinten anscheinend. Perversling? Nein, Perservering. Keine Ahnung, was das ist. Blaze-Juwel, dann Bolt, Juwel. Aber ich habe hier kein Drachenjuwel gefunden. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ich hätte schon gerne ein Drachenjuwel. Oder ich habe es hier übersehen oder das heißt einfach anders. Aber in dem normalen Spiel war es ja auch ein Dragonjuwel, oder? Und wenn es das hier nicht gibt, ist ein bisschen schade, weil damit ist die Chance, dass der Drachenbogen, den ich habe, auf Stufe 5 kommt, ja auch gleich 0. Aber naja, mal gucken. Vielleicht gibt es da irgendwann ein paar coole Drachenälteste, die einfach eine Rüstung haben, wo das drauf ist. Dann haben wir hier some melding logic files. Da können wir mal reingehen. Select a rare stone to be melded. Rare stones sind aber nicht die Monstermaterialien. Wir haben ja gehofft, dass das Melding so funktioniert, dass wir überschüssige Items verschmelzen können und daraus dann etwas Cooles wird, wie eben ein Jewel oder ein Talisman. Hier der Begriff rare stone. Sieht dann doch eher so aus, als wenn du nach einem Kampf irgendwas anderes dafür bekommen könntest und das dann zum Verschmelzen nutzen darfst. Also gibt es ein neues Item. Wahrscheinlich. The following materials will be consumed. Are you sure? Okay, nochmal die Texte. Das sind dann wohl die Ingame-Texte, die dann kommen werden. You can double the basic and broken part rewards receiving after hand. Okay, das kennen wir schon, das ist jetzt nichts Neues. Da Melding, Using Gems, das ist auch klar. Hier Melding Pot, da hatten wir auch schon Bilder gesehen. Es wird natürlich irgendwelche Pötter geben, wo man auch Gems ausgeben darf, dass man die schneller eben hat. Wahrscheinlich hast du eine Abklingzeit von einem Tag, ist so meine Vermutung. Richtig mies wär's, wenn so die seltenen Talismane oder Juwels so 3 Tage brauchen. Das wäre richtig katastrophal. Naja. Okay, das ist aber schon mal spannend. Dieser Begriff Rare Stone, den fand ich halt wirklich, wirklich hier. Face Stones are called Rare Stones. Other Melding Logic Files. Hier hatte ich noch was Cooles gefunden. Das war aber nicht das. No room left to claim any more Rare Stones. Use up Rare Stones via Melding. Es gibt nämlich eine eigene Liste, also keine eine Liste, es gibt eine eigene Itembox für diese Rare Stones oder diese Jewels. Das hat man hier schon irgendwo dann rausbekommen. Confirmation that Decos will have their own storage box. Ach, Decos haben die eigene Storage Box, nicht diese Rare Stones. Okay, naja, dann musst du wahrscheinlich da auch wieder Platz kaufen. Ich habe auch bisher nichts hiervon gelesen, dass... Also in den ganzen Texten, die ich mir jetzt angeschaut habe, ist wieder einmal eine fehlende Information bezüglich der Ingame-Währung, dass man die verdienen kann. Und es sieht so aus, als bleibt sich Monster Hunter Now treu. Es wird weiterhin keine Möglichkeit geben, hier irgendwas zu verdienen, weil das hätten die Leute wahrscheinlich unten auch schon dann gesagt. Weil hier sind ja Kommentare, die reden über alles, aber nicht über die Währung. Also man hat sich anscheinend damit abgefunden, die Monster Hunter Now weiter zocken. Das sind auch die, die immer noch bereit sind dafür, etwas einzucashen. Na, da bin ich ja mittlerweile auch weg. Der letzte Pass, den ich mir geholt habe, der läuft aus und danach ist für mich auch Schicht im Schacht. Dann Chargeblade, Use Metal, Chargeblade List.
Das hier ist eine coole Grafik. Weil Kulvetarot-Schwert wurde gefunden mit einem Pingratian-Schild. Das ist eine Sache, wo ich mir denke, es ist vielleicht dann doch nicht im Code, sondern einfach sich ausgedacht. Aber ich kann dazu nichts sagen. Es ist natürlich schön, dass man mal so ein Picture sieht von Kulve, aber das hat überhaupt für mich gar keine Bedeutung. So, jetzt haben wir hier verschiedene Armor-Sets. Korallen-Pukai-Pukai, Hornet-Tower-Armor, Devilio, Kushana Daora, Odogaron, Silber-Rathalos und Tsitsiyaku. Und Xeno-Jivor-Armor. Das ist alles schon im Code, aber auch hier nochmal, das muss natürlich jetzt nicht sofort kommen. Dann haben alle Monster Attack-Boxes und Hit-Zones, wie es hier genannt wurde. Kann man sich also jetzt schon mal angucken, wo die anfällig sind. Da finde ich bereits nochmal spannend. Nightshade Paolumu hat seine eigenen Hit-Zones, obwohl es hier oben als Armor gar nicht gefunden wurde. Also der ist wohl auch schon im Code mit drin. Das ist wohl eins der Monster, die irgendwann ganz, ganz viel später dazu kommen. Hier Kesu zum Beispiel, Lavasiot, Uragan, Basarios und Mitsuzune. Ist das nicht eine krasse Info? Die haben es jetzt schon mal in den Files des Spiels geschafft. Also da überlegt man, dass das die nächsten kommenden Monster sind. Ich finde das voll spannend. Also wenn das die Zukunft ist, warum denn nicht? Da bin ich schon wieder ein bisschen mehr gehypt. Ich habe auch nichts zum HR-Level gefunden. Wenn das jetzt bei 200 bleibt, dann, ja, dann wird das hart Gesuchte für mich auch vorbei sein. Und das war's, Leute. Das ist jetzt hier der ganze, ja, Content, der zusammengetragen wurde. Mal gucken, was die anderen Leute hier so sagen. Looking at a few things outside the obvious headline items, gems are premium currency and jewels as a game feature and they're going to be confusing. Hier. Jewel melding and jewel storage looks like they're being set up in a way that serious play to win concerns. Das war nicht das, was ich suchen wollte. Ammo type. Irgendeiner dachte, ich hätte nochmal was reingeschrieben zur Box. Aber kann mich da auch getäuscht haben. Okay, naja, also das sind zumindest erstmal ein paar neue Infos. Damit seid ihr up to date. So ist meine Gemütslage gerade mit dem Spiel. Also aktuell macht es mir nicht so Bock, wie vorhin schon erklärt. Auch jetzt bei Legiana zum Beispiel. Ich habe hier alles. Also wer jetzt neu anfängt mit Monster Hunter, der hat bestimmt seinen Spaß. Und das ist ja auch das, was bei Pokémon immer noch gleichbleibend ist. Gibt es eigentlich noch den Spieletrend? Spieletrend macht auch immer noch Pokémon Go Videos. Wollen wir da mal reingehen? Jetzt bin ich mal auf der Seite von Spieletrend und wenn ich mal so angucke hier mir die Aufrufzahlen, die sind schon immer noch recht hoch. Das war vor 6 Tagen, vor 21 Stunden haben wir es hier ein bisschen sortierter. 6 Tage, 7 Tage, hier. 21 Stunden, 1 Tag, 2 Tage. Er macht echt noch jeden Tag ein Video, was trotzdem noch 20.000 Aufrufe generiert, hier sogar 50.000. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Das überrascht mich jetzt auch ein bisschen. Weil sind ja wieder ein paar Jahre vorbei. Und wie vorhin schon gesagt, es gibt ja nicht wirklich neuen Content. Klar, wir haben jetzt hier gelesen, es gibt die Urform. Also schon neue Monster. Aber dass man da nicht übersättigt ist. Also auch hier bei uns in Potsdam gibt es ja immer noch ein paar Leute, die bei Pokémon noch so gefesselt sind, dass die jeden Tag rausgehen. Vielleicht nicht mehr so krass wie früher. Aber ich weiß, so könnte ich nicht sein. Also Hut ab an den Kollegen, weil wie lange macht das schon? 6 Jahre? Seit wann gibt's Pokémon? 5-Jähriges hatten die doch schon, oder? 6, 7, 8 Jahre? Wir können ja mal gucken hier irgendwo in der Übersicht. Wann hat denn der angefangen? Der muss doch irgendwann mal angefangen haben. Hier Kanaldetails. Am 20.12.2011. Er hat auch hier mit Shakes and Fidget angefangen. Hat sogar noch mal ein Video gemacht vor 10 Monaten. Back to the Roots quasi. Aber ja, krass. Also ich weiß, so könnte ich nicht sein. Selbst wenn ich jetzt Monster Hunter Veteran wäre und ich würde alles abfeiern zu Monster Hunter, ich kenne mich, ich könnte nicht über solch einen langen Zeitraum immer wieder Videos machen.
Ich weiß nicht, er lebt ja davon. Das ist ja auch nochmal dann anders zu betrachten. Wahrscheinlich hat er auch gar nicht mehr so viel Bock, aber sieht, hey, das funktioniert. Ich mache meine Videos immer wieder für Neueinsteiger und ein paar Alteingesessene, weil jemand, der vor 6 Jahren hier schon dabei ist, der wird doch jetzt nicht immer noch die gleichen Videos gucken zu irgendwelchen C-Days, neuen Raid-Bossen oder sonst irgendwas, oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich finde das beeindruckend, weil sich das stabil einfach so krass hält, dass ich das nicht gedacht hätte. Überrascht mich tatsächlich. Aber sieht man mal wieder, wie krass Pokémon ist. Dass jemand, der nur von Pokémon Go spielen, einfach davon leben kann. Das ist einfach richtig krass. Also Hut ab, ich könnte es nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich jetzt hier der Kanalbetreiber wäre, ich hätte nach mindestens so... Ja, wie vorhin schon erwähnt, nach dem 3. Jahr war bei mir die Luft raus. Und wenn ich jetzt noch wüsste, ich habe keinen Bock mehr auf Zocken und muss aber dann noch Videos produzieren, damit ich Einkommen habe, huh. Alter Falter, das wäre überhaupt nicht mein Leben, so wie ich es mir vorstelle. Ich will dann eher so ein bisschen die Freiheit genießen. Klar, ich gehe auch arbeiten, ganz normal. Bin auch nur Angestellter. Aber mit einer sehr guten Zeit, muss ich gestehen. Und da habe ich lieber meine persönliche Freizeit und bin nicht gezwungen, jeden Tag abliefern zu müssen. Weil sonst hätte ich jetzt, wo die Lust beim Monster Hunter Now fehlt, ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen ist schon noch die gute Entscheidung. Es muss für mich ein Hobby bleiben. Es ist ein Hobby. Aber das ist trotzdem krass. Hut ab. Kann ich nur nochmal sagen. Ja, wir sehen uns wieder dann beim nächsten Update, würde ich sagen. Oder falls ich die Ligianerwaffe auf 10.4 kriegen sollte und dann den Hunter-Torner Stufe 8 hoffentlich schaffe. Und damit Rinja hauen und tschüss.